Hallo, es ist wieder Ninjago-Zeit. Ich habe das neue Heft schon vor mir liegen. Das erscheint Dienstag mit Lord Raas. Einmal ein Booster dabei. Und das soll Booster Next Level ist das jetzt plötzlich. Mal gucken. Und dann eine Goldkarte und das schauen wir uns zusammen an. Das kostet 5,99 €. Also ich glaube wieder 1 Euro mehr. So, ach, die sehen auch wieder anders aus, die Booster. Crystallite Next Level. 6 Karten. Ja. So, da haben wir Noirs. Eine Papiertüte, also das zu den neuen Sets schon, die Figur. Und eine limitierte Karte, die Ellie 2. Mit Kohl. Die ist auch schon mal cool. Die fehlt mir auch noch. So, Klebi abmachen eben. Die neuen Helden haben sie auch schon drauf. So, dann wollen wir mal auftüten. Ja, 6 Teile stehen hier nicht bei. Ja, die steht aber wieder sehr geil. So. Schön ist, dass man die auch wieder schön zumachen kann. Dann kann ich die gleich da wieder reinsetzen. So, die Figur finde ich ganz toll. Die ist auch schön bedruckt. Armpins. Beine auch bis unten bedruckt. Ja, eigentlich ganz cool. Schulterpolster diesmal auch bei. Weil die kürzen sie gerne bei den Heften mal weg. Und dann haben wir so ein Kopfteil auch. Das sieht auch so ein bisschen schemamäßig aus. So, dann kommt er hier drauf. Dann noch so ein Hämmerchen, da muss ich mal gucken, wie das zusammengebaut ist. So. Ups. Das sind so interessante Teile, diese grauen. Dann kommen die kleinen Pyramiden da drauf. Ja, das ist auch cool, so ein Hammer. Mal wieder anders gebaut. Ja, das ist doch cool. Kann ich empfehlen. Diese Figur finde ich echt top. Hinten kann auch was draufstecken noch. Aber schöne Figur, schön bedruckt. Da hat man schon viel Spaß mit. So, dann gucken wir erstmal im Heftchen, welche Figur auch nächstes Mal dabei ist. Dann mache ich das Booster gleich noch aus. Auf. Ach, Blue Beetle. Das ist auch schon Werbung. Dürfen die Kinder das denn schon gucken? So, ob diese Altersklasse auch schon. So, natürlich für Rätsel, Comics auch. Die Hefte sind immer ganz süß gemacht. Die Comics sind auch ganz süß. Auch hier Drachen und klein. Ja, natürlich zwei Poster mit bei. Oh, das ist ganz cool. So, dann die andere Seite von den Bösewichten. Natürlich Werbung für Abo. Aber haben wir ja schon von Ninjago. Weil sich da schon mal lohnt, weil da immer eine Figur bei ist. Nicht so wie bei Star Wars und Jurassic World, dass da immer so Baudinger bei sind. Da bin ich ja nicht so für. So, spüre die Macht in den Duellen. Next Level. Ach, das sind auch schon wieder so viele Karten. Oh, cool, die sind cool auch so. Und nächstes Mal haben wir den Evelyn. Cool. Da brauchen wir den neuen Sets gar nicht kaufen. Wir haben, glaube ich, fast alle Figuren so mit bei gehabt jetzt. Oder kommen noch. Kommt am 5. September. Evelyn mit seiner Peitschen-Dings da. Wie heißt das denn? Enterhaken soll das sein. Okay. Ach, Dreams. Da soll auch noch ein Heft kommen. Habe ich leider noch nicht im Handel gesehen. Mal gucken, wann das kommt. Aber das würde ich mir auch kaufen. Ich glaube, da war auch eine coole Figur bei. Da braucht man die Sets nicht kaufen. So, dann wollen wir mal den Büchlein aufpacken. Oh,
Ultra-Duell, Goldrachen-Zane, der ist doch schon mal cool. Da haben wir Level Up, Totenkopf-Magier auch noch. Also zwei besondere dabei. Skylar, Eiskaiser, Skelettwächter. Und einmal Dings. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.